Ein besonderer Tag. Gorbi ist tot. Michail Gorbatschow, der letzte Sowjetpräsident, der letzte noch lebende Vater der deutschen Einheit. Er ist nach langer Krankheit gestorben. Und wir sagen heute Danke für sein Lebenswerk, für das Lebenswerk von Michail Gorbatschow, dem Mann, dem wir ein Denkmal gesetzt haben bei uns vom Springerhaus. Dieses Denkmal, die Büste von Michail Gorbatschow. Seit 2010, also seit über 12 Jahren mittlerweile, begrüßt sie uns jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit. Ganz in der Nähe von dort, wo einst die Mauer stand. Die Büste, der Kopf des Mannes, der so sehr geholfen hat, diese Mauer einzureißen. Ja, und Gorbatschow, sein Kopf dort neben dem Kopf von Helmut Kohl und dem von George Bush. Die Köpfe der deutschen Einheit, die Väter der deutschen Einheit, Gorbatschow, Bush und natürlich Kohl. Und wir sprechen hier gleich bei Bild Live mit dem Kohlsohn, mit Walter Kohl, über seine ganz besonderen persönlichen Erinnerungen mit Michail Gorbatschow und die Erinnerungen an seinen Vater, an die Väter der deutschen Einheit. Ja, und wir sprechen natürlich mit ihm dann gleich, den Sohn Helmut Kohls, über das Lebenswerk von Michail Gorbatschow, über dieses Lebenswerk. Kann ein einziger Mann die Welt verändern? Ja, er, Gorbi. Er hat uns Deutschen die Einheit geschenkt. Er hat es geschafft, den eisernen Vorhang zu durchbrechen. Ohne Blutvergießen. Seine Lebensleistung. Wir verneigen uns, Gorbi. Michail Gorbatschow, der Mann mit dem Feuermal auf der Stirn. Sein berühmtester Satz: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Gesagt angeblich am 6. Oktober 1989 in Ost-Berlin zu DDR-Staatschef Honecker. Die berühmteste Botschaft an Gorbatschow, diese vom damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan. Mr. Gorbatschow, tear down this wall. Mr. Gorbatschow, er tat genau das. Er ließ Mauern einreißen. Gorbatschow, strammer Kommunist. In den 70ern steigt er im sowjetischen Machtapparat steil auf, ehe er 1985 das rissige Land führt. Hinein in Reformen. Glasnost, Offenheit. Perestroika, Umgestaltung. Das ist Gorbatschow. Die Sowjetunion schwach, zerfällt. Der Putsch 1991, auch Gorbatschow nun weg. Im Westen ist er ein Held. Im heutigen Russland für viele ein Verräter. Bis heute. Gorbatschow lebte zurückgezogen. Den Tod seiner geliebten Frau Raissa im Jahr 1999 überwand er nie. Selbst seit vielen Jahren schwer krank. Nun gestorben. Wir verneigen uns. Von Michail Gorbatschow. Danke, Gordon. Und wir freuen uns sehr, dass jetzt Walter Kohl bei uns ist. Er ist Unternehmer, er ist Autor und er ist der Sohn des früheren Bundeskanzlers Helmut Kohl, des Kanzlers der Einheit. Einen schönen guten Morgen Ihnen. Guten Morgen. Sie sind Michail Gorbatschow mehrfach begegnet. Wie haben Sie diese Begegnungen wahrgenommen? Ich habe diese Begegnung natürlich im Kontext der damaligen Zeit wahrgenommen. Wir kamen aus dem Kalten Krieg. Und das Wichtigste war, dass mein Vater, dass George Bush und auch Michail Gorbatschow verstanden haben, dass Krieg kein Mittel für Politik, für Zusammenarbeit, für Koexistenz ist. Ganz wichtig auch, alle drei haben selber Kriegserfahrungen. Gorbatschow, mein Vater als Jugendlicher, George Bush als Pilot der amerikanischen Navy im Pazifik. Sie wussten, was Krieg und Verderben heißt. Wir vertiefen das gleich politisch, Herr Kohl. Aber diesem Mann sind Sie auch so persönlich begegnet. Die Familien waren wirklich miteinander eng, wirklich befreundet. Also was hat für Sie den Menschen Michail Gorbatschow ausgemacht? Sein Mut.
dass er gesagt hat, in der realen Situation in den 80er Jahren, die Sowjetunion, das damalige System, braucht Reformen, dass er sich gegen den Zeitgeist in der Sowjetunion erkannt hat, wenn ich das Richtige machen will, dann muss ich aushalten, dann muss ich es durchstehen. Mut und Aushalten sind zwei Qualitäten, die ich mit Gorbatschow verbinde. Sie waren 26 bei der Einheit. Sie sind Michail Gorbatschow mehrfach begegnet. Wie haben Sie auch als Sohn des Kanzlers der Einheit diesen ganzen Prozess, diese historische Weltveränderung wahrgenommen? Es war natürlich kein Prozess, der von vornherein geplant war. Niemand wusste, was passieren wird. Ich erinnere nur an die Botschaften in die Situation in den Botschaften in Prag, in Budapest, das paneuropäische Picknick. Für mich war ein Schlüsselmoment die 10-Punkte-Deklaration meines Vaters, die richtungsweisend, die visionär war, und natürlich die Öffnung des Brandenburger Tors, dass damit auch letztlich die Öffnung der Mauer unumkehrbar geworden ist, kurz vor Weihnachten 1989. Danach in den frühen Monaten des Jahres 1990, die 2+4-Verhandlungen waren voller Schwierigkeiten, voller Haken und Ösen, wenn ich das so sagen darf. Und da hat sich eben gezeigt, dass das persönliche Vertrauen und die menschliche Klarheit zwischen Gorbatschow, George Bush und meinem Vater letztlich eine politische Grundlage geschaffen hat, auf Basis dessen, was die Menschen in der damaligen DDR geleistet haben, an zivilem Widerstand, an Aufstehen gegen ein System, an Mut. Was ist, abgesehen von den großen politischen Zielen, was ist das Erbe von Michail Gorbatschow, das menschliche Erbe? Vielleicht etwas, von dem wir alle in der heutigen Zeit lernen können. Wir können von Gorbatschow und auch letztlich von seiner Frau, denn seine Frau war immer auch Teil seiner Politik, sie hat ihn ganz wesentlich getragen, lernen, dass Krieg kein Mittel ist. Und das ist ja im heutigen Machtapparat von Wladimir Putin überhaupt nicht die Diskussion. Und da zeigt sich eben, dass ein Mann, der als Jugendlicher den Zweiten Weltkrieg erlebt hat, der erlebt hat, welche grausamen Schmerzen das auch für die eigene Familie bedeutet, der eben weiß, dass Krieg kein Mittel in Europa ist. Und wir können Mut lernen von ihm. Und ich glaube, Mut ist die wichtigste Qualität, die wir heute in der jetzigen Situation brauchen. Auch wenn es Schwierigkeiten gibt. Wir haben ja heute genügend Schwierigkeiten. Inflation, Gas, Energiekrise und so weiter und so fort. Gorbatschow hat Kurs gehalten. Er hat seine Reformen, insbesondere Glasnost und Perestroika, große Widerstände gesetzt. Und ich finde, wenn wir von ihm lernen können, ist es, dass das, was wir als richtig erkannt haben, nämlich Freiheit und Demokratie, entschieden durchzusetzen und zu verteidigen. Wir leben nun in ganz anderen Zeiten, in Kriegszeiten. Ich weiß, es ist rein spekulativ, aber diese beiden Staatsmänner, die sich dann auch eben persönlich irgendwann so nahe waren, wenn wir solche Männer noch an der Spitze hätten, die sich eben persönlich auch so nahe sind, würden wir dann heute in Kriegszeiten leben? Das kann man schlecht sagen. Was man sagen kann ist, der Staat zwischen meinem Vater und Michail Gorbatschow war ja alles andere als harmonisch. Ich denke nur an den Goebbels-Vergleich und ähnliche Dinge. Aber sie haben sich im besten Sinn des Wortes zusammengerauft. Sie haben sich gefunden und sie sind beide in der Lage gewesen, über alte ideologische Schwellen zu gehen und zu sagen, wir stellen das Wohl der Menschen in den Vordergrund vor machtpolitischem Kalkül. Dass dies mit Wladimir Putin heute nicht möglich ist, der uns über Jahre hintergangen und belogen hat, ist wohl klar. Insofern kann man das als Situation nicht vergleichen. Man kann es aber als Hoffnungsschimmer sehen und man kann sagen, es ist kein Automatismus, dass Westeuropa, dass Deutschland in Feindschaft mit Russland leben muss. Ganz im Gegenteil, die Zeit von Gorbatschow, von George Bush Senior und meinem Vater zeigt, Einklang, gemeinsame Ziele, gemeinsame Wege sind möglich. Und am Ende des Ukraine-Kriegs und am Ende der Konfrontation muss eine neue Zeit mit Gorbatschow ähnlichen Gemeinsamkeiten stehen. Das ist meine große Hoffnung. Das ist so schwer, das in diesen Tagen so zu sehen als Hoffnungsschimmer. Putin war damals einer der aufstrebenden Männer irgendwo weit hinter Gorbatschow in diesen Zeiten. Heute macht er das, was er tut. Er führt seit mittlerweile mehr als 6 Monaten einen brutalen Krieg in der Ukraine. Und Sie sagen, ein Hoffnungsschimmer ist, dass diese 3 Männer die Welt so verändern konnten, mit einem festen Glauben an Frieden auch vor allen Dingen.
In diesen Zeiten muss man nicht aber sagen, das Erbe Gorbatschows, das trägt zwar weiter hier in Deutschland, das ist nach wie vor unbestritten, der Mauerfall, die Wiedervereinigung, aber das Erbe Gorbatschows ist in Russland eben auch Putin, der Zerfall der Sowjetunion, so sehen das viele Russen. Ich würde sagen, Putin ist das Erbe von Jelzin, nicht von Gorbatschow, weil Jelzin ihn ja ernannt. Putin hat am Tag 1 die Generalamnestie für alle jelzinschen Korruptionsthemen erlassen. Also da bin ich nicht ganz bei Ihnen. Wenn Sie jetzt mal in die Zeit 1985, 1984, also Jahre vor dem Mauerfall, Jahre vor der deutschen Wiedervereinigung, wo das alles nicht vorstellbar war, wo es wirklich einen Höhepunkt des Kalten Krieges im Sinne des NATO-Doppelbeschlusses gab, hat auch niemand geglaubt, dass es eine Lösung in 5, in 6 Jahren geben kann, die eben damals unvorstellbar war. Und ich reserviere mir die Hoffnung, wenn Sie so wollen, dass es auch eine Zeit nach Putin geben wird, dass Russland an sich nicht unser Feind ist, dass Putin ist unser Feind. Das müssen wir sehr, sehr sorgfältig unterscheiden. Wir müssen auch verstehen, dass viele der Probleme eben aus dem Machthunger und der Brutalität und auch der Kriminalität des Systems Putins kommen. Das müssen wir durchstehen, das müssen wir siegen, gemeinsam, dort müssen wir siegen, gemeinsam mit der Ukraine, gemeinsam mit unseren westlichen Freunden, und dann werden wieder andere Zeiten kommen. Putin ist nicht das Ende der Zeit, er ist eine Episode des Verderbens, der Lüge und der Korruption. Was würde Helmut Kohl, was würde Ihr Vater, was würde Ihr Papa heute sagen? Zur Situation in der Ukraine, meinen Sie? Oder zu was? Zum Tod von Michail Gorbatschow. Ja gut, er würde sagen, ein guter Freund ist gegangen. Und das würde ihn natürlich menschlich genauso schwer belasten wie seinerzeit der Tod von George Bush, weil man eben auch extreme Erlebnisse und extreme Entscheidungen und extreme Wege gegangen ist. Das Menschliche wäre sicherlich im Vordergrund für ihn. Und mein Vater wäre mit Sicherheit entsetzt über die Entwicklung in Europa. Das heißt, dass wir heute Krieg mitten in Europa haben und dass wir letztlich vor einer Zeitenwende stehen, wohl aber mit dem großen Fragezeichen, ob wir die Zeitenwende, und jetzt komme ich wieder zu Gorbatschow zurück, mit dem notwendigen Mut und der notwendigen Entschiedenheit auch wirklich konsequent umsetzen. Das war Walter Kohl hier bei Bild Live, der Sohn von Helmut Kohl, über den Tod von Michail Gorbatschow an diesem Tag, an dem die drei Väter der deutschen Einheit vereint sind im Himmel.